Hallo und ganz herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Es ist Montag, der 24. Januar und das sind unsere Themen heute. Bund-Länder-Gespräche. Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beraten über Corona-Lage. Fahrrinnenanpassung. Elbvertiefung ist nun auch offiziell abgeschlossen. Bewohnerparkgebiete. Ab März gelten 4 neue Parkzonen für Anwohner in Harvesterhude. Die Corona-Zahlen steigen unablässig weiter. Über 200.000 Menschen haben sich in der Stadt seit Beginn der Pandemie infiziert. Mittlerweile verzeichnet Hamburg die höchste Inzidenz aller Bundesländer. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Fallzahlen sind Bund und Länder heute wieder zu Gesprächen zusammengekommen. Bereits im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz hatte Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher eine angepasste Test- und Quarantänestrategie gefordert, denn die Labore kommen mit der Auswertung der PCR-Tests kaum hinterher. Ja, noch wird getagt. Über die Ergebnisse der MPK halten wir Sie hier auf dem Laufenden. Gut 20 Jahre wurde gerungen, vor Gericht gestritten und letztlich doch gebaggert. Bei der Fahrrinnenanpassung der Elbe. Über 800 Millionen Euro hat die Vertiefung und Verbreiterung der Elbe gekostet und gilt jetzt auch offiziell als abgeschlossen. Das endlose Dauerthema Elbvertiefung, es kommt zu einem ersten Ende. Die tiefere Fahrrinne in der Elbe ist nach fast 2 Jahrzehnten offiziell fertig. Für manche könnte es heißen, gut Ding will Weile haben. Der Abschluss der Arbeiten ist ein Meilenstein für den Schiffsverkehr nach Hamburg. Für Deutschlands größten Hafen bedeutet das bessere Anlaufbedingungen, die den Reedereien ermöglichen, mehr Ladung nach Hamburg zu bringen. So die Wirtschaftsbehörde. Seit der vorerst letzten Fahrrinnenanpassung 1999 gab es Bestrebungen, die Spur um weitere 15 Meter zu vertiefen. Mehrere Gerichtsprozesse verhinderten jahrelang den Baubeginn. Vor 2,5 Jahren war es dann soweit. Nun können Containerschiffe mit einem Tiefgang von 13,50 Meter tideunabhängig die Elbe nach Hamburg befahren. Zwischen Wedel und Wittenbergen liegt außerdem die sogenannte Begegnungsbox. Hier können die großen Pötte seit der Maßnahme aneinander vorbeifahren. Wir sehen es ja, die Schiffe, die reinkommen, sie werden immer größer. Und wenn Hamburg die Tiefe nicht herstellen kann, dann laufen die Schiffe eben Hamburg gar nicht mehr an. Und mit jedem der großen Schiffe kommen mittlerweile 5.000 bis 8.000 Container nach Hamburg. Das bedeutet, diese Container, die würden alle wegfallen. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil zu glauben, dass die vielleicht auf kleineren Schiffen nach Hamburg kämen. Nee, die großen Schiffe fahren auf der Route nach Asien. Eine kleine Anfrage der Linken aus dem Dezember zeigte ernüchternde Zahlen. Demnach waren nur 1,8% der Schiffe zwischen Mai und Dezember 2021 auf die neue Tiefe angewiesen. Vor allem die Schlickablagerungen bereiten Sorge. Hamburg und Bund müssen schon jetzt 100 Millionen Euro jährlich für die Beseitigung der Sedimente aufwenden. Die Elbe wird immer trüber, sie hat weniger Sauerstoff. Wir haben ein Stintsterben, was damit einhergeht. Die Uferbereiche erodieren. Es sind also viele wirklich schwerwiegende negative Folgen, die sich im Laufe der Zeit durch die Elbvertiefungen, aber auch durch die letzte jetzt sozusagen abzeichnen. Mehrere Vogelarten sind abhängig vom Stint in der Elbe. Ein Aussterben hätte fatale Folgen auf ganze Ökosysteme. Für einige ist der Abschluss der Elbvertiefung also eher, was lange währt, ist noch nicht gut, als gut Ding will Weile haben. Und weitere Meldungen aus der Stadt, die gibt es jetzt in den Kurznachrichten. 4 neue Bewohnerparkzonen in Harvesterhude. Wie der Landesbetrieb Verkehr bekannt gab, gelten die neuen Bewohnerparkzonen am Innocentia-Park um die Isarstraße, am Klosterstern und um das Tennisstadion am Roten Baum ab dem 14. März dieses Jahres. Bereits ab dem 7. Februar können Bewohner ihre Parkausweise online oder direkt an allen LBV-Standorten beantragen. Mit dem Bewohnerparkausweis sind sie von der Entrichtung der Parkgebühr und der Höchstparkdauer innerhalb der in Kraft tretenden Zonen ausgenommen. Das Parken bleibt auch für Nichtbewohnende gegen Gebühr möglich. Erneuter Anstieg der Corona-Zahlen. Die Hospitalisierungsrate ist in Hamburg über das Wochenende deutlich angestiegen und wird vom RKI mit 6,42 angegeben. Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters befinden sich 75 Personen aufgrund einer Covid-19-Infektion in intensivmedizinischer Behandlung.
Die Inzidenz steigt indes weiter an und liegt bei 1881,9. Die Gesundheitsbehörde hat seit Sonntag 4613 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Ganztägiger Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 3500 Beschäftigten der Krankenkassen AOK, Barmer und DAK Gesundheit am Montag in Hamburg zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Alle drei Krankenkassen befinden sich in bundesweiten Tarifverhandlungen. Verdi fordert für DAK und AOK Beschäftigte eine Lohnerhöhung um 5,9%, mindestens 200 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für Barmer Beschäftigte werden mindestens 150 Euro mehr Gehalt verlangt. Außerdem eine Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde bei vollem Lohnausgleich. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 25. und 26. Januar statt. Die Linksfraktion in der Bürgerschaft fordert erneut die Aufhebung der Präsenzpflicht in Schulen. Das starre Festhalten an der Präsenzpflicht sei zu einem Zwang zur Infektion geworden. Laut der schulpolitischen Sprecherin der Fraktion, Sabine Bördinghaus, sollten Schulgemeinschaften selbst mehr Gestaltungsspielraum im Umgang mit der Pandemielage bekommen und Distanz- und Wechselunterrichtsmodelle angewendet werden können. Zudem sollen verstärkt außerschulische Lernorte genutzt werden, so Bördinghaus. Die Inzidenzen in der Gruppe der vulnerablen jungen Menschen würden durch die Decke gehen, während Schulsenator Thies Raabe schweige, so Bördinghaus weiter. Wir kommen zum Sport. Alexander Zverevs Traum vom ersten Grand-Slam-Sieg ist gestern bereits im Achtelfinale der Australian Open geplatzt. Der Hamburger unterlag dem Kanadier Denis Shapovalov doch recht glatt in drei Sätzen. Darüber kann ich jetzt mit Dennis Plambeck, meinem Kollegen aus der Sportredaktion, sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ja, woran hat es denn gestern gelegen? Du hast es geguckt, zwar nicht direkt in Australien, aber sag, woran lag es? Ja, eine gute Frage. Es war so ein bisschen ein Zverev aus alten Zeiten, so von vor 2, 3 Jahren. Also er war wieder sehr passiv, er stand sehr weit hinter der Grundlinie. Dadurch bietet er dem Gegner die Möglichkeit, das Spiel zu diktieren. Und wenn man auch so einen Blick auf sein Aufschlagprofil geworfen hat, ist einem aufgefallen, er hat nur 3 Asse serviert. Das ist für ihn sehr wenig. In den Runden davor hat er im Schnitt 15 Asse serviert. Und er hat auch nur 29% der Punkte mit dem zweiten Aufschlag für sich entscheiden können. Das heißt, ihm fehlen halt auch dann so freie Punkte über seine Stärke, über sein Aufschlagspiel. Und dann reicht es halt auch gegen den Denis Shapovalov nicht, der auch gestern nicht seinen besten Tag hatte. Der Start ins Turnier sah ja da ein bisschen anders aus. Hat dich die Niederlage jetzt überrascht? Was heißt überrascht? Also Denis Shapovalov ist die Nummer 14 der Welt, stand letztes Jahr in Wimbledon im Halbfinale, hat im Vorfeld der Australian Open mit dem Team Kanada den ATP Cup gewonnen, hat eine starke einhändige Rückhand, also der hat auch schon seine Stärken und läuft jetzt nicht ganz blind über den Tennisplatz. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist die Deutlichkeit und dass Shapovalov auch einfach irgendwie fitter und agiler gewirkt hat und das, obwohl er in den Runden zuvor eigentlich viel mehr Kraft auf den Platz gelassen hat als Sascha Zverev. Ausscheiden tut immer weh. Warum tut das jetzt besonders weh? Es stand viel für Sascha Zverev auf dem Spiel. Also er hätte natürlich sein erstes Grand Slam Turnier gewinnen können. Novak Djokovic, die Nummer 1 im Herrentennis, war ja aus bekannten Gründen nicht bei den Australian Open am Start. Er hätte mit einem Sieg gleichzeitig auch zum ersten Mal die Nummer 1 der Welt werden können. Und das sind Gründe, ja, weswegen eine Menge für ihn auch auf dem Spiel gestanden hat. Und er wusste das. Glaubst du denn, dass er jetzt in diesem Jahr noch seinen ersten Grand-Slam-Titel holen kann? Das ist eine gute Frage. Da steckt man ja nicht drin. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Die größte Chance, muss ich sagen, sehe ich da so ein bisschen bei den US Open. Die sind dann zwar erst Ende August, auch auf Hartplatz. Da hat er 2019 auch schon im Finale gestanden, damals gegen Dominic Thiem. Und was viele vielleicht dann auch gar nicht mehr wissen, da hat er auch schon zum Titelgewinn serviert. Da hat es damals dann noch nicht gereicht. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Dann warten wir mal ab. Wir sind gespannt. Vielen Dank erst einmal für deine Einschätzung zu diesem Moment. Gern. Ja, und wir kommen zu weiteren Meldungen aus der Hamburger Sportwelt. Jetzt kurz und kompakt in unserem Sportflash. Gebrauchtes Wochenende für die Crocodiles Hamburg. Am vergangenen Freitag musste sich die Mannschaft von Trainer Henry Thom im Spiel gegen die Halesaale Bulls mit 2:6 geschlagen geben. Das für Sonntag terminierte Heimspiel gegen den Herner e.V. wurde aufgrund eines Corona-Verdachtfalls der Gästemannschaft abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Bereits am Dienstag stehen die Krokos wieder auf dem Eis, wenn es auswärts gegen die Black Dragons Erfurt geht.
Die Hamburg Towers haben ihr BWL-Spiel in Gießen bei den 46ers am Wochenende mit 100-73 verloren. Die vom Corona-Pech verfolgten Wilhelmsburger ließen beim Tabellen 16. wertvolle Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze liegen. Bester Werfer auf Seiten der Towers war Rückkehrer Jaylen Brown mit 24 Punkten. Weiter geht es am kommenden Mittwoch im Eurocup. Dann ist der spanische Vertreter Barcelona zu Gast in der Inselparkhalle. HSV-Mittelfeldspieler Maximilian Rohr ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 26-Jährige hatte sich Mitte September eine Muskelverletzung zugezogen. Rechtsverteidiger Joshua Wagnermann hingegen trainiert weiterhin individuell. Wann der Hamburger wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt, ist noch offen. Wir schauen nochmal auf den Hafen. Hamburg Süd ist nicht nur die zweitgrößte Linienreederei Deutschlands. Sie hat seit Gründung im Jahr 1871 auch international maritime Geschichte geschrieben. Dieser widmet sich das Maritime Museum nun mit einer Sonderausstellung. Hamburg Süd, 150 Jahre auf den Weltmeeren, beleuchtet die Erfolge der Hamburger Reederei von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Sie ist Hamburgs schwimmendes Wahrzeichen, das größte fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt und feierte gerade ihr 60-jähriges Jubiläum, die Cap San Diego. 1961 lief sie für die Reederei Hamburg Süd vom Stapel und war damit Teil einer hochentwickelten Flotte an Stückgutfrachtern, die von Hamburg aus in die Welt fuhren. Klar, dass auch ihre Geschichte in der Sonderausstellung Hamburg Süd 150 Jahre auf den Weltmeeren erzählt wird. Neben originalgetreuen Schiffsmodellen der Traditionsreederei erwartet Besucher eine Auswahl an Exponaten, die der Öffentlichkeit erstmals präsentiert werden. Darunter die Gründungsurkunde der Hamburg Süd aus dem Jahre 1871. Ein Vertrag, den die Hamburg Süd mit dem brasilianischen Kaiser Dom Pedro II. 1888 abgeschlossen hat. Wir haben den persönlichen Nachlass eines Bordfriseurs an Bord Cap Polonio und Cap Arcona, der sogar in den 30er Jahren schon 3D-Aufnahmen gemacht hat, die wir auf einem Bildschirm so zeigen, dass auch die Besucher sie in 3D sehen können. Die ereignisvolle Geschichte der Hamburg Süd steht beispielhaft für alle Entwicklungen der modernen Handelsmarine. Mit dem Umstieg auf Containerschifffahrt und einem kontinuierlichen Flotten- und Streckenausbau entwickelte sie sich zu einer der 10 größten Reedereien weltweit. Neben einer starken kommerziellen Beziehung zwischen Europa und Südamerika knüpfte die Hamburg Süd auch eine menschliche Verbindung, die bis heute Bestand hat. Deutsche Auswanderung nach Amerika, da denkt man immer in erster Linie an die USA und das war ja auch sehr viel. Aber es hat auch eine starke Bewegung nach Lateinamerika gegeben. Noch heute gibt es in Brasilien Gemeinden mit so klangvollen Namen wie Blumenau oder Pomerode, die so um die Mitte des 19. Jahrhunderts begründet wurden. Und die Hamburg Süd hat also auch in ihrem Bestehen viele Auswanderer noch dort gebracht. Vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg ist also der Wiederaufstieg der Hamburg Süd vor allen Dingen auch mit Auswanderern gelungen. Die Jubiläumsausstellung Hamburg Süd 150 Jahre auf den Weltmeeren läuft noch bis August dieses Jahres, aktuell unter 2G-Auflagen. Fehlt noch der Blick aufs Wetter. Das scheint ja irgendwie festgefahren im Grau. Frank Böttcher, ist Besserung in Sicht oder sollten wir uns eher in Richtung Süden orientieren? Ja, ich würde gern besseres Wetter versprechen, aber tatsächlich, die Wetterlage hat sich ziemlich festgefahren. Es bleibt ziemlich ungemütlich in den kommenden Tagen. Wir schauen mal auf die Wetterlage. Hoch Erich ist für das Wetter bei uns in Mitteleuropa verantwortlich und bringt einigen Regionen wie Griechenland zum Beispiel winterliche Luftmassen. Da, wo man sonst in der Sonne badet, hat es heute den Tag über durchgehend geschneit. 10 Zentimeter Neuschnee. Also das ist auch nicht gerade das, was man in Griechenland gerne hätte. Wir in Hamburg hätten gerne mal 10 Zentimeter Schnee, einfach um das Gefühl vom Winter zu bekommen. Aber selbst davon sind wir ziemlich weit entfernt. Ein meteorologischer ADAC, der uns da aus der Grube zieht, im Moment nicht in Sicht. Dichte Wolken in der kommenden Nacht, immer wieder Nieselregen.
morgen früh starten wir mit neblig trübem Wetter in den Tag hinein. Daran wird sich dann bis zum Abend kaum etwas ändern. Obwohl die Sonne schon fast 9 Stunden zu sehen sein könnte, wird sie sich hinter dichten Wolken verstecken. Ab und zu fällt ein bisschen Sprühregen, höchste Temperaturen morgen bei 5 Grad. Wenig Änderung am Mittwoch, auch da ist es ziemlich trüb. Immer wieder ein bisschen Sprühregen, zum Abend hin etwas mehr Wind, denn es naht eine kleine Durchmischung der Atmosphäre. Am Freitag stürmische Böen aus nordwestlichen Richtungen, dazu anfangs kräftiger Regen, nachmittags noch Schauer. Immerhin guckt auch mal kurz die Sonne durch die Wolkenlücken hindurch. Der Freitag startet recht freundlich in den Tag hinein, da ist die Sonne endlich mal präsent. Nachmittags allerdings verschwindet sie schon wieder, dichte Wolken ziehen auf. Am Samstag früh dann erst einmal kräftiger Regen. Es bleibt sehr windig, die Temperaturen allerdings steigen ein kleines bisschen an. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend. Kommen Sie gut durch die Nacht und damit zurück zu Friederike. Vielen Dank, Frank Böttcher. Das war's von Hamburg 1 aktuell und von mir. Wir sehen uns um 9:30 noch mal wieder, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. Tschüss.